Die nacholympische Zeit, naturgemäß eine Zeit des Umbruchs, des Neuaufbaus. Da werden die 18-Jährigen durch 14-Jährige ersetzt, denn die sollen in 4 Jahren bei den nächsten Spielen anknüpfen an die Erfolge ihrer Vorgängerinnen, wie im Falle der Sowjetunion, oder es besser machen als diese, wie im Falle der Bundesrepublik. Der steht im nächsten Jahr in Stuttgart sogar eine WM ins Haus. Bis dahin soll Bundestrainer Reinhard Hornig den Scherbenhaufen, der ihm nach eigener Aussage hinterlassen wurde, wenigstens wieder zusammengekehrt haben. Auf Daniela Derboven, der 16-Jährigen aus Hasloch in der Pfalz, baut er hierbei. Ein Jägersalto, eine Stufenbarrenkür mit schwierigen Übungsteilen und diese sauber geturnt. Die Riesenfelgen zum Abgang, einem Doppelsalto gebückt. Daniela Derboven war 7. nach der Pflicht gewesen und bekam dafür die höchste Tageswertung ihrer Mannschaft, 9,75 Punkte. Aber leider musste sie schon nach dem Schwebebalken den Wettkampf abbrechen, mit Verdacht auf Bänderriss im Fuß. Svetlana Kozlova, die kleine Russin, wagte sich am Barren an einen Abgang, der bislang in Wettkämpfen noch eine absolute Rarität darstellt, den dreifachen Salto. Er gelang ihr noch nicht hundertprozentig. Svetlana Baginskaya auf dem Balken. Vom Typ her ähnelt sie der früheren Olympiasiegerin Ludmila Turischeva. Seit Seoul wurde sie von Schauturnen zu Schauturnen herumgereicht. Außer Konkurrenz startend musste die 17-jährige zweifache Goldmedaillengewinnerin nicht alles wagen. Ein Doppelsalto gebückt, ihr Abgang 9,9 Wertung. Aber die Jungen drängen schon nach. Jelena Sasyunenkova beispielsweise, obwohl erst 14 Jahre, zeigte schon viel Ausdruck und Ästhetik. Ein wunderschöner, schnell gedrehter Handstand im Spagat, schließlich sogar auf einem Arm geturnt. Sie hatte nach dem für alle etwas ungewohnten, weil noch neuen Pflichtprogramm den 2. Platz belegt. Ihre letzte Bahn, Radwende und Salto mit Doppelschraube. Auch hierfür gab es 9,9 Punkte. Die beste deutsche Turnerin des Olympiajahres, Isabella von Lospichl, leidet noch unter den Nachwirkungen ihrer Verletzungen von Seoul. Sie konnte nur zuschauen. So war Stefanie Tautz, die 19-Jährige, als 5. hinter 4 Russinnen beste Deutsche. Ihr Pferdsprung-Überschlag mit Salto vorwärts, 9,6 Punkte hierfür. Beim Bodenturnen zeigte sich die bessere gymnastische Ausbildung der russischen Turnerinnen besonders deutlich. Viele der Turnerinnen von Seoul werden wohl noch 1989 bei den Weltmeisterschaften in Stuttgart dabei sein. Bis Barcelona in 4 Jahren aber werden Mädchen wie Julia Kut sicherlich erste Wahl sein. Ein Salto rückwärts mit Dreifachschraube am Ende dieser Bahn. Vielleicht waren es nur 2,5 Schrauben. Trotzdem, Julia Kut, die in diesem Jahr noch bei den Jugendeuropameisterschaften turnen durfte, zeigte die Übung mit den meisten Höchstschwierigkeiten. Dabei schwungvoll geturnt und choreografisch geschickt in Szene gesetzt. Die Schlussbahn. Ein Doppelsalto rückwärts und gleich dahinter ein Salto vorwärts, das ist vom Bewegungsablauf her ungeheuer schwierig. Der kleine Fehler bei der Dreifachschraube kostete wohl die 500stel, die an der 10 fehlten. Julia Kut bekam 9,95 Punkte und gewann die Einzelwertung vor ihren Mannschaftskameradinnen Jelena Sasyunenkova und Svetlana Kozlova. In der Mannschaftswertung gewann die UdSSR erwartungsgemäß, aber die junge Riege des Deutschen Turnerbundes hielt sich besser als vorhergesagt gegen die Turnnation Nummer 1 in der Welt. Na also, wer sagt's denn? Olaf Thon ist schon weg, aber er hat mir beim Rausgehen bestätigt, nachdem er die Meldung zu Augen bekommen hatte, dass Jürgen Kohler vom 1. FC Köln zum FC Bayern München wechselt. Möglichst bald. Ablöse soll 4 Millionen Mark betragen. Jahresgehalt 800.000 Mark. Auch nicht schlecht. Der VfL Stuttgart hatte sich ja auch noch bemüht, aber offenbar haben es die Bayern geschafft, ihn zu bekommen. Und das Zweite ist, dass ich Frank Ordenewitz, nachdem er 50.000 Schweizer Franken für seinen Fairplay-Preis bekommen hat, das noch mitgeben möchte. 50 Kassetten, 25 Jahre aktuelles Sportstudio. Die darf er dann gern noch an die verteilen,
denen auch das Geld zugedacht ist. Also 25 Jahre aktuelle Sportstudio. Sie können die Kassette natürlich auch kaufen, wenn Sie wollen, können die beziehen. Es gibt ja viele, die das gerne haben möchten, was so in 25 Jahren ZDF passiert ist im Sportstudio. Hier sehen Sie es, VHS-Kassette, also ZDF-Postfach 4040, 65 Mainz, Preis 49 Mark. Es weihnachtet sehr und wir haben alles Mögliche anzubieten. Wenn Sie also auch dazu Lust haben, Sie sind herzlich eingeladen. Und herzlich eingeladen, uns zum Schluss noch einmal Ihre Olympiakür am Stufenbahn zu zeigen, ist Svetlana Boginskaya. Ich habe nur noch eine Frage, Svetlana. Was hat sich denn für Sie persönlich geändert, nachdem Michail Gorbatschow jetzt doch größere Durchlässigkeit und größere Offenheit praktiziert in Ihrem Land? Für uns hat es eine große Bedeutung, was jetzt vorgeht in unserem Land, die Perestroika. Wir können jetzt sehr viel freier mit den Menschen verkehren. Wir können jetzt viel leichter ins Ausland fahren. Und beispielsweise, dass ich jetzt hier auftreten kann. Das ist schön. Das freut uns auch. Und jetzt sehen wir Sie am Schluss. Vielen Dank, ich nehme das ab. Danke. Das müssen wir auch abnehmen. So, ein Wort noch, nehmen Sie das mit, ein Wort noch zur Sportreportage morgen um 17.05 Uhr. Kann man das mal schnell haben, was wir da vorgesehen haben für unsere Zuschauer. Handball-Europapokal Gummersbach. Ich sage Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen, einen schönen Sonntag und freue mich mit Ihnen jetzt auf die Olympiakür. Salut.